September 1940. Die Partito Nazionale Fascista marschiert durch die Straßen der Stadt. Benito Mussolini, Gründer und Führer der faschistischen Partei, ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Als Verbündeter Hitlers und als selbsternannter Marschall des Imperiums hatte er seine Truppen 1939 in Albanien einmarschieren lassen und im Juni 1940, der Feldzug war allerdings längst durch die deutschen Truppen entschieden, auf Frankreich den Krieg erklärt. Nun drängte es ihn zu weiterem Kriegsruhm. Entsprechend seinem erklärten Ziel, der Beherrschung des Mittelmeerraumes, galt sein nächster Feldzug der nordafrikanischen Küste. Schon in den Jahren 1911 und 1912 hatten italienische Verbände die in Nordafrika stationierten türkischen Truppen besiegt und Libyen besetzt. Die freiheitsliebenden libyschen Beduinen waren aber keineswegs bereit, sich den neuen Herren unterzuordnen. Die im Lande verbliebenen türkischen Freischärler verbündeten sich mit den libyschen Aufständischen und lieferten den Italienern einen langwierigen Kleinkrieg, der schließlich zu einem Waffenstillstandsabkommen und später sogar zu einem Vertrag über den Aufbau einer libyschen Selbstverwaltung führte. Kurz nach der Machtergreifung der Faschisten im Jahre 1922 erklärten die neuen Herren Italiens diese Verträge einseitig für ungültig und begannen einen neuen Eroberungskrieg gegen Libyen. Zwangsumsiedlungen, Internierung der Zivilbevölkerung in Konzentrationslager und Massenerschießungen waren an der Tagesordnung. Wieder erhoben sich die freiheitsliebenden Beduinen gegen die Fremdherrschaft. Organisator des Widerstandes gegen die Italiener war der legendäre, damals schon 65 Jahre alte Senussi-Scheich Omar al-Muhtar. Als er im Jahre 1931 gefangen genommen und öffentlich gehängt wurde, war der breite Widerstand gebrochen. Durch die organisierte Masseneinwanderung italienischer Siedler und der Übereignung der fruchtbarsten Landstriche an verdiente Faschisten sollte Libyen unwiderruflich unter italienische Herrschaft gestellt werden. Dieser Plan hatte durchaus weitreichend strategische Bedeutung, denn der gut ausgebaute Hafen von Tripolis war ein Dreh- und Angelpunkt für die gesamte nordafrikanische Region. Die Kontrolle der ein- und auslaufenden Schiffe wurde von den italienischen Beamten entsprechend genau durchgeführt. Die Auswirkungen der faschistischen Kolonialpolitik schlugen sich selbst in der Architektonik nieder. Zahlreiche Gebäude und Plätze in der Hauptstadt Tripolis beispielsweise spiegeln noch heute den italienischen Baustil wider. Die in Sabratta und Leptis Magna vorgenommenen Ausgrabungen der antiken römischen Siedlungen durch italienische Archäologen sollten, ganz im Sinne von Mussolinis Vision des neu zu begründenden Weltreiches Rom, den historischen Anspruch Italiens auf diese Region auch archäologisch untermauern. Heute sind sie ein beliebtes Ziel zahlreicher Besucher und Zeugen von der Macht und dem Reichtum des untergegangenen Römischen Reiches. Ganz ohne Zweifel entwickelte sich Tripolis in den Jahren der italienischen Fremdbestimmung und der zu neuem Leben erwachten imperialen Kolonialpraxis zur modernsten Stadt an der nordafrikanischen Küste. Die Besucher der Stadt konnten sich schon damals dem besonderen Flair der malerisch gelegenen Hafenstadt nicht entziehen. Zu Fuß oder bei einer Fahrt mit der Pferdekutsche bewunderten sie die traditionellen Handwerkskünste. Gesponnenen Tuche, die exotische Tierwelt und die Lebensweisen der einheimischen Bevölkerung.
dem Besuch des Suq, des traditionellen Marktes mit seinen zahlreichen Goldgeschäften, gehörte für die italienischen Kolonisten zum festen Programm. Die neuen Herren des Landes genossen das Leben in vollen Zügen. Eine Filmkamera war in diesen Jahren noch eine Seltenheit. Vor allem die Kinder sind von der unbekannten Technik fasziniert. Im Jahre 1939 wurde die Kolonie Libyen dem faschistischen Italien eingegliedert. Die Einführung der italienischen Sprache als Amtssprache und die Vergabe wichtiger Posten ausschließlich an Italiener führte zu einer Zweiklassengesellschaft und schloss die einheimische Bevölkerung weitgehend von einer Beteiligung am wirtschaftlichen Aufschwung aus. Die nationalen Eigenheiten des Landes wurden auf folkloristische Qualitäten reduziert. Bei Truppenparaden beispielsweise war eine traditionell libysche Musikkapelle ein willkommener Farbtupfer. Angesichts derartiger Unterdrückungsmechanismen kam der Widerstand nie ganz zur Ruhe. In den großen Städten dominierte zwar das italienische Militär, aber in den südlichen Oasengruppen und der gesamten Cyrenaika agierten die libyschen Freischärler. Militärverwaltung und Kriegsrecht blieben hier ohne Unterbrechung bestehen. Am 13. September 1940 schlägt Mussolini los. Seine Armeen überschreiten die ägyptische Grenze und drängen die hier stationierten englischen Grenztruppen in 3 Tagen rund 80 Kilometer nach Osten bis Sidi Barani zurück. Ganze 5 Tage dauerte die Offensive, denn schon am 18. September kam der italienische Vorstoß, offiziell infolge von Nachschubschwierigkeiten, zum Erliegen. Am 9. Dezember begann die englische Gegenoffensive. Unterstützt von 275 Panzern und 120 Geschützen griffen rund 30.000 britische Soldaten die italienischen Stellungen an. Die Offensive endete in einer Katastrophe für die italienische Seite. Sidi Barani fiel bereits am 10. Dezember. Sollum und Bardia nur wenige Tage später in englische Hand. Am 22. Januar 1941 standen die englischen Truppen in Tobruk, am 6. Februar in Benghazi. Bei nur 558 Toten und rund 1400 Verwundeten hatten sie 10 italienische Divisionen vernichtet, 130.000 Gefangene eingebracht, 408 Panzer und fast 1300 Geschütze erbeutet. Der schnelle Vormarsch von weit über 600 Kilometern brachte Nachschubprobleme mit sich und zwang die Briten am 8. Februar zu einem Stopp in der Höhe von El Agheila, dem südöstlichsten Punkt der großen Syrte. Mussolinis Traum vom siegreichen Feldherrn hatte sich innerhalb weniger Monate in eine militärische Katastrophe verwandelt. Um nicht ganz Libyen zu verlieren, wandte er sich schon im Laufe des englischen Vormarsches mit einem Hilferuf an seinen Verbündeten Hitler. Auch General Italo Garibaldi, Oberbefehlshaber der 5. Armee in Nordafrika und Stellvertreter Grazianis, stattete Hitler einen Besuch ab. Die italienische Bitte um Übersendung eines deutschen Verbandes fiel bei Hitler auf fruchtbaren Boden. Am 9. Januar 1941 befahl er die Entsendung eines deutschen Sperrverbandes. Die Stunde des deutschen Afrikakorps war gekommen. Schon im Oktober 1940 waren auf deutscher Seite erste Planungen zur Übersendung von Truppenkontingenten nach Libyen erstellt worden, um die italienische Offensive zu unterstützen und die dort stationierten englischen Truppen zu binden. Hitler wollte auf jeden Fall einen völligen Zusammenbruch der Italiener in Nordafrika verhindern. Er betraute am 6. Februar 1941 Generalmajor Erwin Rommel mit dem Oberbefehl über das aus einem sogenannten Sperrverband und einer Panzerdivision bestehende Armeekorps, mit dem er in die Kämpfe in Nordafrika eingreifen sollte. Hitler und Mussolini waren sich im Vorfeld einig geworden, dass die deutschen Truppen nur als Hilfskontingent den Italienern zur Seite gestellt werden würden und Rommel dem italienischen Oberbefehlshaber unterstellt wäre. Während die britischen Truppen in Nordafrika weiter ihre Positionen ausbauten und nach hartem Ringen am 22. Januar die für unbezwingbar gehaltene Festung Tobruk eroberten, begann in Deutschland die Zusammenstellung und Verladung der für Afrika bestimmten Truppenkontingente.
Größer konnten die Gegensätze kaum sein. Während der Winter ganz Deutschland fest im Griff hatte, machten sich die Soldaten auf den Weg in die ihnen unbekannte Wüstenlandschaft Nordafrikas. Und wir reisten dann mit der Eisenbahn, wurden wir verladen in Wannsee. Im Gepäck hatten wir unsere Tropenuniform, einschließlich Tropenhelm, aber in Feldgrau. Und wir fuhren dann mit den Zügen, ich glaube in 3 Tagen, bis nach Neapel und wurden in Neapel ausgeladen. Wobei eigentlich vorgesehen war, dass wir unsere Uniform in Neapel wechseln sollten. Das erfolgte dann nicht, weil, so wurde uns gesagt, die Kirche in Italien dagegen war, dass die deutschen Männer in kurzen Hosen durch die Straßen Neapels liefen. Damals war das noch völlig bigott und unbekannt. Wir mussten also unsere Uniformen anbehalten und haben sie auch auf dem Schiff nicht umgezogen, sondern dann erst, als wir heil und glücklich, was später sehr viel seltener war, über das Mittelmeer herübergekommen waren, in Tripolis gelandet waren, dann haben wir uns im Stadion in Tripolis unter großem Gelächter unsere feldgrauen Klamotten, wie man sagte, ausgezogen und die niegelnagelneuen Tropenuniformen angezogen. Die Verladung auf die bereitstehenden Frachter war bis ins Detail vorbereitet. Fahrzeuge aller Art, Geschütze und Panzer stauten sich in den Frachträumen der Transportschiffe. Die Überfahrt war nicht ungefährlich. Die alliierten Flieger lauerten auf die Transportschiffe. Während die einen die Überfahrt genossen, beobachteten die anderen aufmerksam den Himmel. Jederzeit bereit, anfliegende Bomber oder Jagdflugzeuge mit ihren starken Bordwaffen zu bekämpfen. Über den Konvois zogen die robusten Ju-52 ihre Bahn. Schon am 13. Februar 1941 landete Rommel mit seinem Stab in Tripolis und erörterte seine strategischen Pläne mit General Gariboldi, dem Oberbefehlshaber der italienischen Truppen. Da die Überführung der deutschen Truppen erst angelaufen war, begann das inzwischen auf Sizilien stationierte 10. Deutsche Fliegerkorps mit ersten Luftangriffen auf die schnell vorrückenden englischen Verbände, die inzwischen auch Derna, Cyrene und Bengasi erobert hatten. Am 14. Februar 1941 betraten die ersten deutschen Kontingente afrikanischen Boden. Nach Erhalt der neuen Tropenuniformen paradierten die Einheiten in Tripolis vor ihrem Oberbefehlshaber, dem inzwischen zum Generalleutnant beförderten Erwin Rommel. Die Parade fand genau auf dem Platz statt, der heute nach der Revolution durch Oberst Gaddafi im Jahre 1969 als sogenannter Grüner Platz den Mittelpunkt von Tripolis bildet. Einem Befehl des Oberkommandos der Wehrmacht vom 21. Februar 1941 entsprechend führten die deutschen Truppen nunmehr die offizielle Bezeichnung Deutsches Afrikakorps. Angesichts der bedrohlichen militärischen Situation blieb Rommel keine Ruhepause. Entgegen Hitlers Befehl, der zunächst eine defensive Haltung der deutschen Truppen empfohlen hatte, befahl Rommel seinen Soldaten einen umgehenden Vorstoß auf den von den Engländern besetzten Ort El Agheila. El Agheila wurde sofort von den Berliner Lanzern die Geile Ella genannt, um das mal also als kleinen Witz zu erzählen. In Wirklichkeit war es ein Wüstenfort an der Via Balbia. Die Via Balbia ist die große asphaltierte Straße, die die Italiener praktisch parallel zur Meeresküste durch die Wüste gelegt hatten, um von Tripolis in Richtung Osten, Richtung Kairo, mit dem Auto fahren zu können. Dieses Wüstenfort El Agheila, kilometermäßig etwa 250, 300, es kann auch etwas mehr sein, Kilometer von Tripolis im Osten entfernt, war eine viereckige große Mauer, die im Viereck eben vielleicht 5-6 Meter hoch aus Kuhmist und irgendwelchem Material hergestellt, vielleicht 80 mal 80 Meter groß, in der Mitte ein großer Holzturm, mit dem Erfolg, dass wenn man innen drin war, konnte man überhaupt nichts sehen, man konnte nur etwas sehen, wenn man auf den Holzturm kletterte.
Das war eine etwas schlechte Situation später, aber wir wussten, dass die Engländer dort eine feste Besatzung hatten, angeblich. Und ich wurde von meinem Kommandeur, dem Major Freiherr von Wechmar, der natürlich den Auftrag von Rommel hatte, beauftragt, nachts mit einer Kampfgruppe am Meer entlang zu gehen. Wir lagen vielleicht 30 Kilometer von Ellageiler entfernt, um im Handstreich nachts diese Festung zu nehmen. Das gelang auch. Wir gingen zu Fuß, diese vielleicht nachher nur noch 20 Kilometer. Also wir kamen nachts, besetzten dieses vor, und nun war das Problem, dass wir wussten, wahrscheinlich kommen die Engländer vormittags. Zunächst mal stellten wir fest, dass dieses Fort innen von Hunderttausenden von Flöhen besetzt war, die an unseren Beinen hochsprangen. Und das war sicher der Grund, weswegen die Engländer nachts über da gar nicht drin blieben. Und ich kletterte also auf den Turm, legte mich flach auf den Bauch, damit man nicht von außen gesehen wurde. Und wir hatten auf der Straße, die direkt vor dem Fort vorbeiging, hatten wir ein weißes Trassierband gespannt. Das war die List, mit der wir die Engländer irgendwie zum Halten bringen wollten. Und das gelang dann auch. Die Engländer kamen mit 3 Spähwagen angefahren, stiegen dort aus, guckten herum und so weiter. Und dann, was wir nicht sehen konnten, ein braver Engländer ging zu Fuß um das Fort rum. Der Eingang war hinten, also von der anderen Seite zum Meer. Wir konnten es gar nicht sehen. Er kam zum Eingang, da stand von uns niemand, guckte herein. Wir sahen ihn auch, der kriegte einen großen Schreck und lief weg. Und darauf haben wir dann natürlich das Feuer auf diesen Spähwagen eröffnet und haben dann auch die ersten britischen Gefangenen des ganzen Afrika-Feldzugs wurden dort in Ageila gemacht. In dieser ersten Phase des Feldzuges bereiteten den deutschen Truppen vor allem das ungewohnte Klima und der Wüstensand große Probleme. Die vorhandenen Luftfilter der deutschen Fahrzeuge konnten den feinen Staub nicht zurückhalten. Motore und Getriebe wurden zunehmend in Mitleidenschaft gezogen. Sandstürme fegten über die vormarschierenden Truppen und verhinderten jedes weitere Vordringen. Dennoch drängte Rommel zur Eile. Seine nächsten Ziele waren Benghazi und Derna. Seine offensiven Pläne standen den Vorstellungen Hitlers diametral entgegen. Wie man überhaupt feststellen muss, dass der Feldzug in Afrika für Hitler nur ein Nebenkriegsschauplatz ohne besonderes Interesse war. Hitlers strategische Überlegungen beschränkten sich zu diesem Zeitpunkt auf die Sicherung Tripolitaniens. Rommel dachte anders. Er wusste, dass die Alliierten bei Einsatz größerer deutscher Truppenkontingente in Nordafrika entscheidend hätten geschlagen werden können. Entgegen Hitlers Weisung setzte er auf Initiative und operatives Vorgehen. Er stand mit seinen Überlegungen durchaus nicht allein. Auch Heinz Guderian, der Schöpfer der deutschen Panzerwaffe, glaubte an diese Möglichkeit. Sein Sohn erinnert sich. Im Neujahr 1941, also nach Weihnachten 40, nach Hause kam, aus dem Westen, wo wir damals lagen, war mein Vater ungenießbar und konnte gar nicht recht mit ihm reden. Und ich fragte meine Mutter, was ist denn eigentlich los? Und da sagte sie, der hat vor ein Jahr Zeit alle seine Studien, die er vorher ausgeführt hatte, nämlich Nordafrika, zu lesen, Napoleons Feldzug bei den Pyramiden und ähnliche Literatur und die entsprechenden Karten, die hat er in die Ecke geworfen voller Wut, weil das alles nichts wird, sondern weil wir nach Osten gehen wollen. In den Morgenstunden des 4. April begann der Vorstoß auf Derna, um dem aus der nördlichen Cyrenaika zurückweichenden Gegner den Rückzug abzuschneiden. Ein gewagtes Unternehmen. Vor den deutschen Verbänden lagen mehr als 450 Kilometer quer durch die Wüste bei einer Temperatur von bis zu 50 Grad Celsius. Eine Fahrt durch ein fast unbewohntes Gebiet, das nie zuvor von Truppen betreten worden war. Rommel war überall. Mit einem Fieseler Storch inspizierte er die Stellungen und den Vormarsch. Wie Guderian
mit dem er die schnellen Panzerbewegungen im Westfeldzug durchgeführt hatte, handelte er nach der Devise »Geführt wird von vorne«. Rommels Umgang mit seinen Soldaten war ausnehmend gut. Das sich daraus entwickelte Vertrauensverhältnis war zweifellos die Grundlage der außergewöhnlichen Einsatzbereitschaft der deutschen Soldaten, die allen Problemen zum Trotz ihre soldatische Pflicht erfüllten. Rommel war wohl der gegebene Feldmarschall, der schon damals beim Frankreichfeldzug durch seine überraschenden Vorstöße viel mit zur Entscheidung beigetragen hat. Und so war er auch in Afrika. Man muss eins sich überlegen. Afrika hat keine feste Stellung gehabt, sondern es waren immer die Kampfgruppen, die unterwegs waren. Es war keine einheitliche Linie da. Und so konnte es dann passieren, dass Rommel mitten mal in einem englischen Militärlazarett auftauchte und sagte, Jungs, ich hole euch wieder raus. Die Engländer haben gestanden, haben Mund und Nase aufgemacht und dann hat er Kehrt gemacht und ist wieder zurückgefahren. Das war alles in Afrika möglich. Und bei den ersten Panzern, die wir abgeschossen haben, da hielt mit meinem Kübelwagen neben unserer Pack, da waren wir auch wieder 500 Meter vor der Front, da hielt ein Kübelwagen neben uns, wer saß drin, Rommel, und sagt, Jungs, muss mal gucken, was da hinten passiert. Und dann fuhr er ungefähr 1000 Meter raus und dann kamen etwa 80 Panzer angefahren. Da kam er zurück und sagte, Jungs, passt auf, da hinten kommen sie, lasst mir keinen durch. Ist dann 100 Meter hinter der Pack ausgestiegen, in ein Deckungsloch gekrochen und dann kamen die Panzer und dann haben wir die beiden ersten Führungspanzer abgeschossen und dann drehten die anderen ab und dann kam Rommel wieder vorbei, Jungs, das habt ihr fein gemacht und dann ging es wieder hinterher zu beobachten, wo die Panzer nun abblieben. In schweren Gefechten schlugen sie die britischen Einheiten immer weiter nach Osten zurück. Bereits am 8. April war Derna zurückerobert. Vier englische Generale, rund 170 Offiziere und fast 800 englische Soldaten gerieten bei diesem Handstreichunternehmen in Gefangenschaft. Die deutschen Soldaten wurden von der einheimischen Bevölkerung als Befreier begrüßt. Rommels Plan war aufgegangen. So blutig und verlustreich der Vormarsch auch war, für die Soldaten hatte Afrika sicher seinen besonderen Reiz. Tauschgeschäfte mit den Beduinen, die vor allem an Tabak interessiert waren, gehörten ebenso dazu wie ein Spaziergang über die arabischen Basare, auf denen die landesüblichen Kunstgegenstände und die Früchte des Landes angeboten wurden. Ein Ritt auf dem Kamel war schon damals eine willkommene Abwechslung. Fernab der Heimat und inmitten eines mörderischen Ringens nahm man sich die Zeit zu feiern. Unwirkliche Bilder angesichts des täglichen Sterbens. Doch vielleicht genießt man das Leben intensiver, wenn der Tod allgegenwärtig ist. Wenig später fiel auch Mehili, eine Oasenstadt südlich von Derna, die angesichts ihrer starken englischen Besatzung zunächst umgangen worden war, in die Hände der Deutschen. Jetzt hatte Rommel eine Ausgangsstellung erreicht, aus der heraus er sein eigentliches Ziel angehen konnte, die Eroberung der strategisch wichtigen Hafenstadt Tobruk. Tobruk war der Schlüssel zur Herrschaft in Nordafrika. Vor allem der gut ausgebaute Hafen war für den dringend notwendigen Nachschub von unschätzbarem Wert. Während die Nachschubwege der Deutschen infolge des raschen Vormarsches immer länger wurden und die Transporte oftmals alliierten Fliegern zum Opfer fielen, entluden die britischen Schiffe im Hafen Tobruks die wichtigen Kriegsgüter nahezu uneingeschränkt. Um seine bisherigen Erfolge auszunutzen, trieb Rommel seine Verbände in Eilmärschen auf Tobruk. Sand und Hitze forderten dabei ihren Tribut. Mit nur 25 einsatzfähigen Panzern erreichte das Panzerregiment 5 am 11. April den südwestlichen Rand Tobruks und begann sofort mit dem Angriff. Vergeblich. Die durch einen schier unüberwindlichen Panzergraben und zahlreiche stark gepanzerte Verteidigungspunkte geschützte Stadt trotzte allen Angriffen. Im Laufe der folgenden Monate konnte keine Seite einen entscheidenden Erfolg für sich verbuchen.
Im Mai 1941 landete die 15. Panzerdivision mit dem Panzerregiment 8 als 2. Division des Deutschen Afrikakorps in Libyen. Neben 45 Panzer II verfügte es über 71 Panzer III mit einer 5 cm KWK und 20 Panzern IV und bildete damit eine wesentliche Verstärkung der deutschen Kräfte. Neben den Panzern trug in dieser Phase des Krieges vor allem die deutsche Luftwaffe einen entscheidenden Teil des Kampfes. Edu Neumann, seinerzeit Kommandeur der 1. Gruppe des Jagdgeschwaders 27, erinnert sich. Anfang 1941 hieß es, die Gruppe wird verlegt nach Castel Benito. Castel Benito klingt sehr italienisch, Benito klingt ja sowieso sehr italienisch. Und wir suchten oft verzweifelt auf der Karte Castel Benito. Das ist ein Schloss, das Schloss Benito. Ja, wo ist das Schloss? Und durch Zufall sah ich auf der, bei den Wetterfliegern, nicht bei den Wetterfröschen, in der Wetterwarte sah ich eine große Karte und guckte runter bei Tripolis und der Flugplatz dort ist Castel Benito. Also wussten wir, es geht nach Afrika. Das Leben in der Wüste war hart. Hitze, Staub, ein ungewohntes Klima. So heiß die Tage waren, so bitterkalt waren die Nächte. Sandstürme und gelegentliche Regengüsse, die innerhalb von Minuten die trockenen Wadis in reißende Flüsse verwandelten, machten der Truppe zu schaffen. Denn wenn der lang ersehnte Regen endlich fiel, war die Landschaft innerhalb kürzester Zeit nicht wiederzuerkennen. Im Zeitraum von wenigen Minuten standen die Zelte im Wasser. Dann galt es zu retten, was zu retten war. Nicht selten entstanden inmitten der unendlichen Sandwüste wahre Seen, die zu einer Bootspartie genutzt wurden. Weil die Nachschubwege lang geworden waren, wurde das Trinkwasser oft rationiert. Brunnen waren selten und die wenigen Oasen hart umkämpft. Gelang die Eroberung einer solchen grünen Insel, so war es das Wichtigste, die Wasserflaschen und Kanister mit dem kostbaren Nass aus den traditionell betriebenen Brunnen aufzufüllen. Auch die Verpflegung litt unter den lang gewordenen Nachschubwegen. In den Ortschaften boten die Bauern ihr Obst und Gemüse zum Kauf an. Eine willkommene Abwechslung im oft tristen Alltag. Auch ein Leckerbissen wie dieser war selten. Die kleinen Antilopen waren scheue Tiere. Nur selten gelang ein Abschuss. Sorgfältig über dem offenen Feuer gegart, war das zarte Fleisch ein Leckerbissen. Nur ein kleiner Ausgleich für die zahlreichen Bedrohungen. Unbekannte Krankheiten, wie die Malaria, machten der Truppe ebenso zu schaffen, wie Skorpione, Schlangen und Myriaden von Fliegen. Vor allen Dingen die ganze Umgebung, so wie die Sonne da war, egal wo man war, waren Tausende von Fliegen da. Und wenn man morgens essen wollte und hatte Marmelade auf dem Brot, da saßen so 3-4 Schicht Fliegen drauf. Und dann hat man mit der Hand gewedelt und gepustet und hat dann geglaubt, jetzt geht es, und hat zugebissen, hat trotzdem so mindestens 10 Fliegen mit gegessen. Die Mechaniker hatten stets alle Hände voll zu tun, um die Maschinen startklar zu halten. Der feine Sand drang in jede Ritze, verstopfte die Ansaugpumpen der Motoren und setzte sich zwischen die beweglichen Teile. Der Bau von Wüstenflugplätzen erforderte Improvisationstalent und stellte die deutschen Flieger vor immer neue Probleme. Mit eigens entwickelten Maschinen mussten zunächst die harten Dornengewächse herausgerissen und der raue Wüstenboden eingeebnet werden. Einheimische halfen dann gegen eine kleine Bezahlung bei der Beseitigung der zahllosen Steine. Selbst in dieser unwirklichen Umgebung entwickelten findige Köpfe eine Methode, um die kostbaren Maschinen so gut wie möglich vor dem Gegner zu verstecken. Im Bodenkrieg zeigte sich vor allem die deutsche Panzerwaffe den englischen Tanks überlegen. Doch fehlender Nachschub, Ausfall durch Kampfhandlungen und steigende Probleme durch Klima und Sand dezimierten die Zahl der einsatzfähigen Fahrzeuge beträchtlich. Ausfälle von weit über 50% waren nichts Außergewöhnliches. Nachdem die Einnahme Tobruks gescheitert war, stießen Rommels Truppen an der Stadt vorbei bis nach Ägypten vor und besetzten Mitte April 1941 den strategisch wichtigen Halfaya-Pass.
Ein Durchbruch allerdings war nicht mehr möglich. Die letzten Reserven waren verbraucht. Der deutsche Angriff lief sich fest. Jetzt übernahmen die Briten wieder die Initiative. Ihr Ziel war es vor allem, den deutschen Belagerungsring um Tobruk aufzubrechen und die Stadt zu entsetzen. Nachdem ein erster Vorstoß im Juni 1941 gescheitert war, begann Mitte November ein mit starken Kräften vorgetragener zweiter Angriff. Vor allem die britische Artillerie setzte den Deutschen zu. In realistischer Einschätzung seiner eigenen Möglichkeiten gab Rommel die Belagerung Tobruks auf und zog sich nach Westen in die Gazala-Stellung zurück. Die britischen Verbände stießen nach, eroberten Weihnachten 1941 Bengasi zurück und drängten das deutsche Afrika-Korps nach schweren Gefechten, die für beide Seiten starke Verluste mit sich brachten, fast wieder in seine ursprünglichen Stellungen zurück. Alle Versuche jedoch, die sich zurückziehenden deutschen Truppen einzukesseln und entscheidend zu schlagen, scheiterten am taktischen Vermögen Rommels, der es immer wieder verstand, die Pläne seiner Gegner zu durchschauen und zu durchkreuzen. Längst war er auf dem gesamten afrikanischen Kriegsschauplatz als Wüstenfuchs bekannt. Wegen seiner offenen Art, bei seinen eigenen Leuten beliebt, wuchs ihm bei den britischen Soldaten ein Mythos der Unbesiegbarkeit zu. Bis zum Jahresende konnte keine der beiden Seiten einen entscheidenden Sieg erringen. Kleinere Vorstöße und Rückzüge, begrenzte Gefechte und die täglichen Luftkämpfe bestimmten diese zweite Phase des Afrika-Feldzuges. Die Zeit wurde genutzt, um das Material instand zu setzen und die Ausbildung der Soldaten zu vervollkommnen. Schießübungen im Wüstensand. Ein Bad im Mittelmeer. Sport. Karl-May-Festspiele am Rande des Krieges. Nur eine kurze Atempause im tödlichen Ringen. In den zurückliegenden Monaten hatten die deutschen Jagdflieger pausenlos Einsätze geflogen. Im Luftkampf gegen die gut ausgebildeten britischen Piloten und als Begleitschutz für die deutschen Bomber trugen sie eine Hauptlast des Kampfes. Zu den erfolgreichsten Piloten des Jagdgeschwaders 27 zählte, neben Müncheberg und Stahlschmidt, vor allem ein junger Flugzeugführer, der schon bald in aller Munde sein sollte und von Freund und Feind den Beinamen Stern von Afrika erhielt, Hans-Joachim Marseille. Bis zum 22. Februar hatte er bereits 50 Luftsiege errungen. Marseille galt als Perfektionist. Er vervollkommnete ständig seine Flugfähigkeiten, diskutierte mit seinen Staffelkameraden über Angriffsgeschwindigkeiten, Vorhalte, Winkel und technische Einzelheiten. Trotz seiner Erfolge, die den deutschen Bodentruppen spürbare Entlastung brachten, blieb er ein bescheidener und ausgesprochen beliebter Kamerad. Ein privat gedrehter Film zeigt Marseille als einen lachenden jungen Mann im Kreis seiner Staffel während einer Zaubervorstellung. Winrich Beer, zu dieser Zeit Generalstabsoffizier bei Rommel, erinnert sich an einen Vorfall, aus dem die Popularität des jungen Fliegers, dessen gelbe 14 immer bekannter wurde, deutlich wird. Mein Kommandeur war der damals sehr bekannte und wirklich fabelhafte Vorgesetzte Oberst Freiherr von Wechmar, der Kommandeur der Panzeraufklärungsabteilung 3 war, und der hatte einen Berliner Fahrer. Mein Truppenteil setzte sich ja aus Berlinern, 3. Panzerdivision Berlin und Westfalen zusammen, und sein Fahrer war der in der Abteilung berühmte Orje, ein Berliner Typ, so vielleicht 35, 40 Jahre alt, was für uns damals ja schon ein Greisenalter war, und der ein himmlisches Berlin sprach und Witze machte. Und die kannten natürlich auch so etwas, damals als wir südlich von Tobruk lagen, kannten wir so etwas die Leute, die am Himmel erschienen. Und da kam Marseille wieder. Ich besinne mich nicht mehr, wodurch sein Flugzeug gekennzeichnet war, aber man wusste, das ist Marseille. Und da griff er ein, ich weiß nicht was für ein Typ, englisches oder amerikanisches Flugzeug an, und das tatsächlich auch nach einem Beschuss dann mit einer Rauchfahne, wie das ja der Fall war,
abgeschossen runtertruderte. Und da sagte dieser berühmte Orje, sagte Herr Oberst, jene Jarbe hat er ihm nur bewilligt. Nachdem im Januar 1942 einige deutsche Transportschiffe mit kriegswichtigem Material, darunter 54 moderne Kampfpanzer IV, in Tripolis landeten, verkündete Rommel seinem Stab den Entschluss zum erneuten Angriff. Am 21. Januar 1942 begann die zweite deutsche Offensive. Ihr erklärtes Ziel war Tobruk, jene Stadt, die Rommel während der ersten Angriffsperiode vergeblich einzunehmen versucht hatte und die als Hafenstadt und Nachschubbasis von unschätzbarem Wert war. In verlustreichen Kämpfen und im Schutz heftiger Sandstürme stießen seine Panzer, die nunmehr aufgrund eines Führerbefehls die Bezeichnung Panzerarmee Afrika trugen, weit nach Osten vor. Die vollkommen überraschten Briten wurden überrumpelt und in heftigen Gefechten geschlagen. Schon am 29. Januar war Benghazi zurückerobert und am 3. Februar standen die Spitzen des deutschen Afrikakorps in Derna. Bis zum 6. Februar war die gesamte Cyrenaika in deutscher Hand. Die britischen Verbände hatten hohe Verluste an Menschen und Material hinnehmen müssen und befanden sich auf dem Rückzug. Zahllose englische Panzer wurden dabei Opfer der starken deutschen 8,8 cm Geschütze, die allen in Afrika eingesetzten englischen Panzern überlegen waren. Links und rechts der Vormarschwege dokumentierten die ausgebrannten Panzerwracks den Erfolg. Aber auch die deutsche Seite war durch den schnellen Vormarsch geschwächt. Der Ausfall an Material konnte nur mühsam aufgefüllt werden und bis zum Mai blieben größere Operationen auf beiden Seiten aus. Insgesamt jedoch hatte sich zu dieser Zeit die Lage für die deutschen Verbände verbessert. Die deutsche Luftwaffe hatte in harten Angriffen die Luftherrschaft über dem mittleren Mittelmeer gewonnen und die Insel Malta an den Rand der Vernichtung gebracht. Malta, von den Briten als Flugzeugträger im Mittelmeer bezeichnet, war einer der wichtigsten See- und Luftwaffenstützpunkte der Alliierten. Von hier aus starteten ihre Flugzeuge und Unterseeboote gegen die Nachschubkonvois der Deutschen und Italiener. Immer wieder hatten deutsche Militärs Hitler auf die Notwendigkeit der Eroberung Maltas aufmerksam gemacht. Vorbereitungen, in die auch der General der Flieger Kurt Student involviert war, weil seine Fallschirmjäger die Hauptlast des Angriffs tragen sollten, wurden mehrmals verschoben und schließlich von Hitler persönlich ganz verworfen. Ein folgenschwerer Fehler. Seit Rommels erstem Angriffsversuch auf Tobruk war die Stadt zu einer tief gestaffelten Festungsanlage ausgebaut worden. Halbkreisförmig zogen sich die zahllosen Verteidigungspunkte um die Stadt. Am 28. Mai schlug Rommel los. Im Zusammenspiel mit den italienischen Divisionen durchstießen seine Verbände die vorgelagerten englischen Verteidigungslinien, zerstörten zahlreiche englische Panzerwagen, darunter moderne US-Panzer des Typs General Grant, in direktem Gefecht und näherten sich der Festung Tobruk. Bis Mitte Juni wurden zahlreiche kleinere Ortschaften im Vorfeld der Festung erobert und am 15. Juni erreichten die Spitzen der 15. Panzerdivision die Mittelmeerküste. Am 17. Juni war auch die von französischen Fremdenlegionären hart verteidigte Festung Gambut in deutscher Hand. Am Nachmittag des 18. Juni nahm Rommel die Offensive wieder auf. Durch geschickte taktische Truppenbewegungen getäuscht, glaubten die Briten, dass Rommel nach Ägypten durchbrechen würde und verstärkten eiligst an dieser Front ihre Abwehrkräfte. Einen Angriff auf die Festung Tobruk hielten sie zu diesem Zeitpunkt für unwahrscheinlich. Wieder einmal war der Plan des Wüstenfuchses aufgegangen. Er brach seinen vorgetäuschten Angriff nach Osten ab, ließ seine beiden Panzerdivisionen nach Westen abdrehen und stand am Abend vor Tobruk. Am Morgen des 20. Juni 1942 begann die Schlacht. Rommel wusste, dass er die Stadt nicht im direkten Angriff nehmen konnte. Er war auf die Hilfe der deutschen Luftwaffe angewiesen. Stukas und Bomber belegten die Verteidigungsstellungen und Hafenanlagen mit einem Bombenteppich und rissen Schneisen in die undurchdringlichen Minenfelder.
Innerhalb weniger Minuten lag Tobruk unter einer dichten Staubwolke. Jetzt erst griffen die deutschen Geschütze und die Bodentruppen ein und kämpften die Verteidiger der Stadt nieder. Nur 24 Stunden später war die Festung in deutscher Hand. Rund 33.000 Gefangene und eine unübersehbare Zahl von zerstörten oder erbeuteten Panzern und Geschützen waren der Preis, den die Briten zahlen mussten. Tobruk. Bis heute hat die Stadt nichts von ihrer einzigartigen Anziehungskraft verloren. Wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, stößt immer wieder auf Überbleibsel aus der Zeit des Afrika-Feldzuges. Im Zentrum beispielsweise sind die Fundamente des Hauses erhalten geblieben, das Rommel nach Eroberung der Stadt als Hauptquartier nutzte. Unmittelbar daneben stoßen wir auf verschiedene Geschütze, die in den letzten Jahren hier zusammengetragen wurden. Weit geht der Blick über den Hafen. Ein kühler Wind von See macht den Aufenthalt erträglich. Ein junger Libyer spricht uns an. Als er von unserem Interesse hört, führt er uns in einen Hof, der von einer hohen Mauer umschlossen ist. Zu unserem Erstaunen stoßen wir hier auf die Reste einer abgeschossenen amerikanischen Maschine. Deutlich sind die Einschläge der deutschen Maschinengewehrkugeln zu erkennen. Am nächsten Tag, so deutet uns unser junger Freund an, will er uns zu einer Fahrt in die Wüste begleiten. Einer seiner Freunde, ein Lehrer, würde sich bestens in den Minenfeldern auskennen und uns zu Stellen führen, die ansonsten kein Europäer zu sehen bekäme. Wir beziehen Quartier in einem modernen Hotel und genießen den Sonnenuntergang über der Stadt. Am nächsten Tag sind wir schon früh auf den Beinen. Wir werden freundlich begrüßt und mit einem Bus geht es hinaus in die Wüste. Auf endlosen Pisten rollen wir durch den Sand. Eine unwirkliche Landschaft. Die Zeit scheint stehen geblieben zu sein. Beduinen mit ihren Kamelen, grasende Ziegenherden am Rande der Straße. Nicht anders wird es ausgesehen haben, als vor rund 60 Jahren die Männer des Deutschen Afrikakorps diese Stellen passierten. Irgendwann, wir wissen nicht, woran er sich orientiert, biegt unser Fahrer von der Straße ab und lenkt den Bus auf einer kaum erkennbaren Sandpiste hinein in die Wüste. Unsere Begleiter geben uns zu verstehen, dass wir uns nun inmitten der Minenfelder befinden. Keiner weiß, wie viele Minen hier versteckt liegen. Von Briten, Italienern und Deutschen verlegt, bilden sie ein gefährliches Territorium. Lagepläne sind nicht vorhanden. Schätzungen sprechen von bis zu 1 Million Landminen. Nur die schmale Piste, die wir befahren, ist freigeräumt. Kleine Steine rechts und links des Weges markieren den Straßenverlauf. Nach einer langen Fahrt stoßen wir mitten in der Wüste auf Ruinen, das ehemalige Hauptquartier Rommels. Heiß bläst uns der Wind ins Gesicht. Das Gebiet ist von Minen geräumt, wir können uns frei bewegen. Trotzdem ist Vorsicht angesagt. Ein Autowrack in der Nähe zeigt uns, wie gefährlich es sein kann, ohne kundigen Führer unterwegs zu sein. Das Haus wurde im Laufe der Kämpfe zerstört. Im nahen Umkreis finden sich jedoch zahlreiche Hinweise auf die Kriegszeit: Benzinkanister, Stacheldraht und Teile einer Gasmaske. Der trockene Wüstenwind hat konservierende Kraft. An vielen Stellen stoßen wir auf gut erhaltene Überbleibsel der blutigen Kämpfe. Vorsichtig und stets in die Fußabdrücke unseres Führers tretend folgen wir ihm. Wir haben Glück. Er ist tatsächlich ein Kenner der Gegend und kann uns auf viele Details aufmerksam machen. Kaum mehr als 30 Zentimeter von unseren Fußspuren entfernt liegen die Minen. Gut getarnt unter dem weichen Sand sind sie für uns eine immer noch tödliche Bedrohung. Selbst die während der Kämpfe ausgehobenen Schützenlöcher und MG-Stellungen sind unverändert. Als er uns von Waffenlagern erzählt, die bis heute in der Wüste liegen, sind wir skeptisch. Er führt uns zurück in den Bus und weist unserem Fahrer den Weg. Wieder ziehen wir über endlose Sandpisten durch die Wüste.
Die Hitze der Mittagssonne und die Musik aus dem Radio üben eine eigenartige Wirkung auf uns aus. Schließlich halten wir. Längst haben wir jede Orientierung verloren. Doch unser Führer geht zielstrebig voran. Und dann sehen wir sie tatsächlich. Massen deutscher Stielhandgranaten, so wie sie hier vor mehr als 50 Jahren abgeladen wurden. Dazwischen hochexplosive Sprengstoffbehälter. Mit einer weiten Armbewegung deutet uns unser Begleiter an, dass in diesem Terrain noch viele derartige Waffenfunde zu machen wären. Durch unseren Führer erfahren wir, dass auch in der Gegenwart noch fast jede Woche Hirten, die ihre Schafherden begleiten, durch Minen verletzt werden. Appelle an die Regierungen von Italien, Deutschland und England, die Minenfelder zu räumen, seien bisher erfolglos geblieben. Die Libyer selbst seien aber nicht in der Lage, ohne Hilfe von außen die riesigen Minenfelder zu säubern. Später sollten wir die Gelegenheit haben, mit Minenopfern zu sprechen. Sie schildern uns die Umstände ihrer Verletzungen, die von der bis heute bestehenden Gefahr zeugen. Unschuldige Opfer, mehr als 50 Jahre nach Beendigung des Krieges. Inmitten der endlosen Sandwüste stoßen wir auch auf ein Gräberfeld. Hier ruhen Opfer der Kämpfe. Jede Nation besitzt in diesem Gebiet einen eigenen Friedhof, auf den der Opfer gedacht wird. Alle Anlagen sind gepflegt und sauber. Der Wahnsinn des Krieges wird nirgendwo greifbarer wie an diesen Orten. Junge Männer, viele kaum älter als 20 Jahre, ließen ihr Leben für Ziele, die sie oft nicht einmal verstanden. Betroffen fahren wir zurück nach Tobruk. Noch einmal wird uns die Weite der Wüste bewusst. Welche Gefühle, welche Gedanken mögen die Soldaten damals beherrscht haben, als sie weit ab von ihrer Heimat in dieser menschenfeindlichen Umgebung gegeneinander antreten mussten. In Tobruk selbst wollen wir noch die deutsche Totenburg besuchen. Mächtig und trutzig, als wolle sie dem Wind der Wüste die Stirne bieten, erhebt sie sich am Rande der Stadt. In ihr liegen die Gefallenen des deutschen Afrikakorps. Jene Männer, die fern der Heimat auf einem fremden Kontinent ihr Leben lassen mussten. Die Burg nimmt uns gefangen. Kein Besucher kann sich ihrer einzigartigen Wirkung entziehen. Das merken auch unsere Begleiter. Sie bleiben zurück und lassen uns alleine durch die Pforte treten. Nur unsere Schritte stören die Stille. Tausende von Namen zieren die Wände, erinnern an die Gefallenen. Wie viele Mütter haben um ihre Söhne geweint, wie viele Frauen um ihre Männer, Kinder um ihre Väter. Im Inneren der Mauern scheint die Zeit stillzustehen. An diesem Ort gilt es zu schweigen. Soldaten als Mörder, Soldaten als Helden. Wer die Fülle der Namen liest, kann die Schicksale nur erahnen, die Tragödien nachempfinden, die jeder Krieg mit sich bringt. Hier liegt auch Marseille, der Stern von Afrika, der am 30. September 1942 ganze 22 Jahre alt und mit 158 Luftsiegen einer der erfolgreichsten deutschen Jagdflieger tödlich verunglückte. Selbst Rommel nutzte die Gelegenheit, um mit Marseille zusammenzutreffen und mit ihm zu sprechen. Natürlich nahm die deutsche Propaganda die Gelegenheit wahr, um den Menschen in Deutschland zwei Helden zu präsentieren. Doch Bilder können täuschen. Nur wenige Wochen verbleiben dem jugendlichen Flieger, bis er südlich der Weißen Moschee von Sidi Abdel Rahman, einem kleinen Marktflecken in Ägypten, tödlich abstürzen wird. Und Rommel? Er ist alles andere als ein überzeugter Nationalsozialist. Als er bei einem späteren Aufenthalt in Deutschland von den Verbrechen des Regimes gegen die Juden erfährt, wendet er sich immer offener gegen Hitler und seine Helfershelfer. Eine Haltung, die er im Zusammenhang mit dem Attentat auf Hitler mit seinem Leben bezahlte. Doch zurück in die Geschichte, zurück in den Sommer 1942. Nach der Eroberung Tobruks zogen sich die Briten nach Ägypten zurück. Rommel, auf der Höhe seiner Macht und zum Generalfeldmarschall befördert, entschließt sich zum Nachsetzen. Seine Ziele heißen Alexandria und Kairo. Ein verhängnisvoller Entschluss. Doch Rommel verlässt sich dabei auf die Zusicherung,
dass der für einen solchen Vorstoß notwendige Nachschub, vor allem an Treibstoff, rechtzeitig und in der notwendigen Menge geliefert werden würde. Doch schon wenige Tage später machte sich der Treibstoffmangel bemerkbar. Ein Weiterfahren seiner motorisierten Verbände ist oft nur möglich, wenn britische Versorgungslager unbeschädigt erobert werden können. Die Nachschubwege sind inzwischen fast 1500 Kilometer lang. Immer öfter gelingt es den alliierten Luftstreitkräften, die deutschen und italienischen Transportschiffe zu versenken und den Nachschub zu unterbrechen. Immer wieder beklagte sich Rommel über den zögerlichen Nachschub. Auch Hitler gegenüber machte er deutlich, dass nur mit einer starken Panzerarmee ein entscheidender Durchbruch gelingen könnte. Rommel selbst war überzeugt, dass ihm der Durchbruch zum Suezkanal und zu den Ölfeldern des Mittleren Ostens gelänge, wenn ihm die dafür nötigen Mittel zur Verfügung gestellt würden. Zweifellos stimmte er in diesen Vorstellungen nicht mit Hitler überein. Dieser widmete seine ganze Aufmerksamkeit dem Ostfeldzug, um seinen ideologischen Gegner, die Sowjetunion, militärisch zu schlagen. Trotzdem gelingt Rommel in den Morgenstunden des 29. Juni die Einnahme von Marsa-Matruk, der letzten großen Festung vor Alexandria. Die Briten wussten, was auf dem Spiel stand. Sie warfen alles, was an Panzern und Geschützen verfügbar war, gegen die deutschen Angreifer. In den letzten Junitagen stoßen die deutschen Panzerspitzen bei El Alamein, rund 100 Kilometer westlich von Alexandria, auf überraschend heftigen Widerstand. Alle Versuche Rommels, die britischen Verteidigungslinien zu durchbrechen oder zu umfahren, um doch noch sein erklärtes Kriegsziel zu erreichen, scheiterten an der Stärke der Briten und am fehlenden eigenen Nachschub. Zudem hat er es jetzt mit einem gleichwertigen Gegner zu tun. Am 13. August 1942 war Bernard Montgomery zum Oberbefehlshaber der 8. Armee ernannt worden. Sein strategisches Geschick stand dem von Rommel in nichts nach. Und jeder der beiden war bestrebt, die Gedanken des anderen zu erraten, um danach die eigenen operativen Bewegungen auszurichten. Am 2. September musste Rommel den Angriff abbrechen. Seine Männer haben bis zur Erschöpfung gekämpft, aber die zur Verfügung stehenden Mittel reichten einfach nicht aus. El Alamein war nicht zu erobern. In El Alamein musste das Wasser rangeholt werden, über 250 Kilometer. Das schmeckte brackig, das war faul. Man kriegte für jeden Tag einen halben Liter Kaffee. Da hat man sich von dem restlichen Viertelliter, hat man sich am nächsten Morgen rasiert. Das konnte man gar nicht trinken. Und um den Durst wegzukriegen, hat man eben Kieselstein in den Mund genommen, dass der Mund immer geschlossen blieb, dass wenigstens die Mundhöhle ein bisschen feucht blieb. Ne? Der misslungene Durchbruch bei El Alamein ist mehr als nur irgendein militärisches Ereignis. Rommels Rückzug markiert zugleich das Ende der deutschen Offensive in Afrika. Nie wieder sollte ein deutscher Soldat so weit nach Osten vorstoßen. Jetzt lag die Offensive allein bei den Alliierten. Am 23. Oktober eröffneten etwa 1000 britische Geschütze aller Kaliber das Feuer auf die deutschen und italienischen Truppen, die sich vor El Alamein in die Wüste eingegraben hatten. Zu dieser Zeit war Rommel aus medizinischen Gründen in Deutschland. Eine lang anhaltende Halsentzündung sollte endlich auskuriert werden. Der Oberbefehl lag in den Händen von General Georg Stumme. Als Rommel von der britischen Großoffensive erfuhr, übernahm er sofort wieder die Führung und traf am 25. Oktober im Zentrum der Kämpfe ein. Nach einem Lagevortrag handelte er sofort und stabilisierte die schon wankende Front. Doch immer mehr neigte sich das Kriegsglück zugunsten der Alliierten, die ihre Ausfälle schneller auffüllen konnten als die Deutschen. So standen Anfang November den etwa 800 britischen nur mehr rund 250 italienische und deutsche Panzer gegenüber. Der Durchstoß durch die deutschen Linien war nur noch eine Frage der Zeit. Am 3. April begannen die Briten ihre zweite Großoffensive, das Unternehmen Supercharge. Mit massiver Artillerievorbereitung und unter Einsatz von 400 modernsten Panzern gingen die Briten gegen die geschwächten deutschen Linien vor. Entgegen Hitlers Befehl, der den Kampf bis zur letzten Patrone befahl, ordnete Rommel nach eingehender Beratung mit Generalfeldmarschall Kesselring am 4. November den Rückzug auf die Fuka-Linie an.
Seine Strategie der beweglichen Verteidigung erwies sich als richtig. In schweren Abwehrgefechten gegen die nachsetzenden Briten ging der Rückzug über Marsamatuk in Richtung Sidi Barani. Als am 8. November die Alliierten mit starken Kräften im Rücken der deutschen Truppen bei Casablanca, Oran und Algier landeten, setzte Rommel alles daran, in einem geordneten Rückzug möglichst wenige seiner Soldaten in alliierte Gefangenschaft geraten zu lassen. Er weiß, dass der Feldzug verloren ist. Bis zum 22. Januar zog sich die Panzerarmee Afrika über 350 Kilometer nach Westen zurück und räumte am 23. Januar 1943 Tripolis. Damit war der letzte libysche Hafen verloren. Alle Versuche Rommels unter Zurücknahme der gesamten Südfront um 150 Kilometer in Tunesien eine neue stabile Frontlinie aufzubauen, um den Sprung der Alliierten auf das europäische Festland hinauszuzögern, blieben bei Hitler wirkungslos. Ebenso wirkungslos blieben Überlegungen im Generalstab, Fremde Heere Ost, sogenannte nordafrikanische Freiwilligenverbände aufzustellen. Als subversiv einzusetzende Kommandos hinter den britischen Fronten geplant, sollten diese deutsch-arabischen Truppen die britischen Kräfte zumindest schwächen. Die deutsche Seite machte sich dabei die weitgehend ablehnende Haltung der nordafrikanischen Bevölkerung gegen die britische Kolonialmacht zunutze. Aufstellungs- und Diversionsversuche solcher Art gab es im Übrigen zuvor schon im Irak und in Syrien. Mit der Vorbereitung zur Aufstellung deutsch-arabischer Truppen im libysch-tunesischen Raum wurde der Sonderstab F, F als Anfangsbuchstabe des verantwortlichen General Felmy, beauftragt. Kommandeur dieser Truppen war der Oberst im Generalstab Hermann Meyer-Rix. Der Sitz des Kommandos befand sich in der deutschen Botschaft in Tunis. Das ganze Unternehmen kam aus militärischer Sicht natürlich viel zu spät und nach allem, was bekannt ist, wurden diese deutsch-arabischen Truppen militärisch auch nicht mehr eingesetzt. Anfang 1943 kam es allerdings noch in Tunesien, in der Nähe von Karthago, zu einer Vereidigung arabischer Freiwilliger. Diese Farbaufnahmen sind eine echte historische Sensation. Niemals zuvor sind Filmaufnahmen dieser deutsch-arabischen Truppen veröffentlicht worden. Der Feldzug in Afrika war verloren. Am 9. März übergab Generalfeldmarschall Rommel die Führung der Heeresgruppe Afrika an Generaloberst von Arnim und flog über Rom in Hitlers Führerhauptquartier. Hier erteilte ihm Hitler den ausdrücklichen Befehl, sich zur Kur zu begeben, um seine Gesundheit wiederherzustellen. Kämpfend und haltend zögerte die Heeresgruppe Afrika das absehbare Ende hinaus. Erst am 13. Mai 1943 kapitulierte Generaloberst von Arnim in seinem letzten Gefechtsstand in der Nähe von Tunis mit den Resten von 11 deutschen und 6 italienischen Divisionen. Das Ende in Afrika war eine weitere Tragödie auf dem Weg in den endgültigen Untergang. Auf allen Seiten bezahlten Soldaten, die nichts als ihre Pflicht taten, die falschen Vorstellungen der politisch Mächtigen mit ihrem Leben. 22.000 deutsche Soldaten waren gefallen oder vermisst. 130.000 Wehrmachtsangehörige gingen in die Gefangenschaft. Fast ebenso hoch waren die italienischen Verluste. Großbritannien und die USA verloren zusammen über 42.000 Mann. Längst sind aus den damaligen Gegnern Freunde geworden. Sie wissen, dass alles getan werden muss, um den Frieden und die Verständigung unter den Völkern zu bewahren. Nie wieder dürfen menschenfeindliche Ideologien und imperiale Kolonialpolitik die Völker in blutige Konflikte stürzen. Die Toten mahnen zum Frieden. Seiner Bewahrung möge dieser Film dienen. Bei Polarfilm sind außerdem die folgenden Videofilme erschienen, die Sie im guten Fachhandel erhalten können. Ostpreußen, wie es war.